ESTV, Videos aus der Region. Ganz herzlich willkommen bei ESTV. Mein Name ist Raphael Treit und das ist Hardy. Wir sind auf dem Mittelaltermarkt hier kurz vor Weihnachten. Naja, so ein paar Tage sind noch. Und wir machen heute einen Food-Check, also einen Essenstest. Hardy wird uns führen und du bist einer der Ersten hier, die überhaupt vor vielen Jahren begonnen haben. Ja. Vor wie vielen Jahren genau? 25. Also ein Vierteljahrhundert seid ihr dabei. Und du hast quasi schon alles probiert. Klar. Gibt es bei dir Highlights, also wo du sagst, du persönlich, das ist so mein Lieblings? Wildschwein. Wildschwein. Gut, da trennen uns jetzt Welten, aber wir sind gespannt. Ne? Okay. Hardy und ich, wir haben uns ein bisschen auf die Suche gemacht und ein paar Menschen gesucht, die freiwillig mittesten. Nein, Spaß, wir haben natürlich über Facebook ein paar akquiriert und die sind jetzt hier. Und ich würde sagen, wir legen los und klassischerweise fängt man irgendwie um die Weihnachtszeit an mit Maronen. In diesem Sinne, guten Appetit. Fantastisch, also wirklich saftig, weich, gut zu schälen, prima. Südhang, nicht lange gelagert. Bevor wir jetzt zu den richtig harten Sachen kommen, frage ich kurz in die Runde, was ist denn wer und was esst ihr nicht? Also ich esse fast alles außer Schweinefleisch. Ich bin seit einem Jahr Veganerin. Ich bin Flexitarierin, wie man das heutzutage sagt. Ich esse in erster Linie Obst und Gemüse und wenig Fleisch, wenn dann Bio. Ja, ich bin so ein klassischer Allesfresser, aber ich bin Sportwissenschaftler und deswegen immer daran interessiert, was gesund ist. Tja, und ich ernähre mich rein pflanzlich. So lecker. Auf zwei Maronen am frühen Mittag folgt was? Und jetzt sind wir am Brotstand. Da ist frisches Dinkelbrot. Sehr gut. Aus dem Holzofen. Ja. Selbst gemacht. Das ist, ja. Lass uns testen. Auf geht's. Was natürlich immer schade ist, ist, dass der Kameramann nie was abbekommt. Ich esse für ihn mit. Kaum ist man mit dem Brot fertig, kommt schon von der Seite dieser Satz. Werte Herrschaften, so ihr wünscht, sei der Hirsch nun speisebereit. Ganz toll gewürzt und sehr zart, also richtig super. Schaut mal, meine Lieben, ich habe schon die Nachlieferung hier. Wow. Würde ich mal in die Runde schmeißen. Was ist das denn jetzt? Was also, steht Apfelkringel. Okay. Hört sich gut an. Irgendwie mit Apfel drin wahrscheinlich, oder? Das Stefan, probierst du? Könnte sein. Ich bin mal mutig. Ich probiere mal. Herzlichen Dank, klasse. Ah, oh, meine Lieben. Obrigado. Wow. Ah, oh, guck mal. Das ist der Hammer. Ja, bitte, bitte. Also jetzt. Meine Lieben, wir müssen kurz ein Fazit ziehen, bevor wir uns verabschieden. Also erstmal ein ganz herzliches Dankeschön an Hardy. Für dich war es, glaube ich, ein leichtes, uns herumzuführen. Ganz klar, ich kenne mich hier aus. Wir sagen vielen, vielen Dank. Stefan, wie war es für dich? Total klasse, vor allem die Liebe fürs Detail und wie die hier zubereiten alles, total fantastisch. Macht richtig Spaß. Nadine.
es war sehr lecker und für mich sowieso überall was dabei. Mit welcher Liebe hier überall alles zubereitet wird, Hammer. Wie hat es dir geschmeckt? Also ich muss sagen, überragend. Da kann nur das Wort überragend. Super. Immer wieder gerne. Also falls jemand wieder braucht, ich stehe zur Verfügung. Ela. Ja, es hat natürlich sehr gut geschmeckt. Gewürze, frische Sachen, alles dabei. Ja, und wir haben natürlich einen krönenden Abschluss, muss ich sagen, hier. Und so ein kleines Maronchen jetzt noch ganz zum Schluss, das wäre es auch noch. Also, wenn ihr jetzt Hunger bekommen habt zu Hause, packt euch warm ein und kommt hier auf den Mittelaltermarkt. Vielen Dank fürs Reinklicken. Bis zum nächsten Mal. Ciao. ESTV, Videos aus der Region.